Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Muttermabecke, das Spukhaus. Und wir gucken gleich mal hier in das nächste Zimmer, in die Terrasse. Okay, das ist nicht wirklich ein Zimmer. Was wir hier machen können. Okay, wir suchen erstmal die Suchobjekte, würde ich sagen. Ja, wir gucken, wo wackelt gerade. Ich hoffe, das macht nicht allzu laute Störgeräusche. Ein Teddybär kommt. Ein Teddybär, der geht doch einfach. Eigentlich einfach. Wenn es nicht so viele kleine Scheißteile wären. Wie ich das einfach gerade nicht gekriegt habe in die Hand. Okay, dieses Pferd. Kann ich mich erinnern, dass das mies war. Zumindest was ein Teil anging. Nämlich das da, was im Dunkeln ist. Uhrenöffner. Okay, den können wir bestimmt im Uhrenzimmer benutzen. Aber diese Pferdekopf fehlt uns noch und... dieses komplette Messer. Eigentlich gibt es von jedem Teil immer im Zimmer mindestens eins. Ah, okay. Das macht mich auf jeden Fall schon mal wieder fröhlich. Der gehört bestimmt ins Kinderzimmer. Oh. Cool, ein Zifferblatt. Können wir hier nicht hinpacken. Ein Uhrenöffner können wir im Uhrenzimmer benutzen, genau. Uhrenöffner, wo ist hier eine Uhr? Okay, nee, aber da kommt das Zifferblatt bestimmt rein. Richtig. Uhrenöffner können wir hierfür benutzen. Ach, da ist ein Teil drin, nämlich das letzte. Das Rasiermesser. Ah, da kommt der Teddybär hin. Gibt's hier noch was? Ach, der braucht so eine Lupe, okay. Mit dem Messer rasieren wir hier den Bart ab. Das haben wir... oh, da ist ein Teil des Geistermaschinenstarters natürlich drin. Das ist natürlich schön. Das dritte. Gibt's hier noch was im Zimmer? Jo. Ein Messer, mit dem wir hier das Kissen zerstören können. Und dahinter ist das letzte Teil. Ich glaube, den Raum haben wir komplett erkundet. Nein, noch nicht, weil da noch was hin muss. Okay. Dann geben wir uns mal an den nächsten Raum, die Eingangshalle. Okay, wir suchen ein Schiff. Das geht eigentlich auch einfach. Ich erkenne manchmal solche Dinge, die ich dann in meinem Gedächtnis rufe. Da gehört die Matruschka auf jeden Fall schon mal hin. Manches erkennt man halt sofort und für manches brauche ich ewig. Das ist halt einfach so. Wo war denn das letzte Teil von dem Schiff? Ah, da, okay. Das war aber nicht das letzte. Aber das war das letzte. Uhrenmacherlupe, genau, die braucht der Typ auf jeden Fall. Ah, damit haben wir den Raum abgeschlossen. Hier im Gästezimmer kommt das Schlafschiff natürlich da rein, das ist natürlich logisch. Eine Zange, womit wir das da aufmachen können. Achso, und da finden wir das letzte Teil. Nee, nicht das letzte Teil, aber eins der letzten Teile. Ein Fensterscheibenöffner. Okay. Gut gemacht. Du hast den Weg zur nächsten Etage geöffnet. Das ist natürlich schön. Ach, im Buch kommt diese Seite rein. Der Vogel. Wo kommt der Vogel hin? Den Schirmständer auf jeden Fall nicht. Eine Grille kommt zu einer Grillensammlung. Gibt's die hier? Nein. Die gibt's anscheinend in dem anderen Raum. Eine Terrasse. Gibt's eine Grillensammlung? Da kommt der Vogel zum Kuckuckshaus. Ich bin ans Mikrofon gekommen. Sorry. Eine Grillensammlung. Gibt es hier eine Grillensammlung? Ach, da ist übrigens der Uhrmacher im Hintergrund. Cool. Nee, wir suchen noch diesen Pferdekopf. Der ist da richtig mies versteckt, Leute. Also bisher haben wir noch keine Tipps verbraucht. Mal gucken, wie lange wir auch keine Tipps brauchen. Das Schachspiel war hier.
Ne? Hä? Bin ich behindert? Schirmständer? Ist das Stalin oder Lenin? Okay, hier muss noch irgendwo diese Schirmding sein. Was ist denn hier überhaupt noch zum... Ah, okay, da unten links. Ich war mir doch richtig mit dem Zimmer. Damit haben wir diesen Raum fertig erkundet. Ah, die Grille kommt dahin. Ins Grashaufen. Damit haben wir auch diesen Raum erkundet. Und gleich haben wir diese Etage abgeschlossen. Ich baue nur noch dieses Schirmteil und das suche ich jetzt noch. Ganz oben links. Mies. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Objekte dieser Etage richtig platziert. Und... bist jetzt im, kannst jetzt ins nächste gehen und bekommst ein neues Wort mal hinter im. Okay, dann gehen wir in den nächsten Bereich des Hauses. Ach, wir haben jetzt schon 3 Etagen abgeschlossen. Krass, sind wir gut. Okay, hier sehe ich auf jeden Fall schon mal viel Zeug. Ach so, sogar neue Musik, das finde ich natürlich schön. Stresst mich die Musik nicht so. Wenigstens. Also entweder habe ich immer solche Läufe oder es gibt dann auch mal diese Zeiten, wo man einfach gar nichts findet. Es ist halt einfach immer so. Okay, dieser Holztopf, den sehe ich auch relativ gut. Dachte ich. Okay, ich dachte das nicht. Das war die Wahrheit. Ah, der ist da oben drauf. Okay. Ölfass. Ja, ich würde sagen, wir suchen immer erstmal die Räume aus, so gut wie es geht. Garage war das. Jetzt ist es der Weinkeller. Oh mein Gott, ich erinnere mich, das Bild mag ich, mochte ich nicht. Okay, die haben wir schon mal. Die Pokerkarte geht auch relativ schnell. Und die Teile der Tasse. Haben wir die Tasse und von diesem Klavier-Dings gibt es nur noch ein Teil und nee, okay, da haben wir auch schon alle. Krass, da haben wir hier schon mal alle Sachen gefunden. Ich bin zu gut, glaube ich, habe ich das Gefühl. Veranda. Hier können wir auf jeden Fall das Telefon schon mal hinsetzen. Also ich habe gerade einen richtig guten Lauf, Leute. Ihr seht's. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das Bild jetzt noch nicht, dass das Spiel hier damals noch nicht Full HD war. Und dadurch noch weniger Objekte sind. Bei anderen Spielen gibt es deutlich... Da stehen dann Wörter und du musst diese Objekte suchen und sowas. Also ist immer unterschiedlich. Je nachdem, ach, Spiel variiert das halt ein bisschen. Okay, jetzt sind nur noch die schwierigen Sachen übrig, dachte ich. Aber auch der Yabby hat hier alle Sachen wieder schnell gefunden. Und auch sogar richtig schnell. Barometer. Ins Musikzimmer. Gibt es hier ein Musikzimmer? War hier die Geige? Nein. Aber hier gehört die Tasse hin. Sparschwein. Das müssen wir bestimmt zerschlagen mit einem Hammer. In dem kaputten Sparschwein findest du eine Münze. Okay, mit der Münze können wir bestimmt noch was machen. Was gibt es hier noch? Pokerkarten. Irgendwas muss doch in diesem Raum noch geben. Achso, Murmeln. Okay, da haben wir schon mal einen Raum abgeschlossen. Okay, gehen wir jetzt in den Hinterhof. Ich erinnere mich, der war schon ein bisschen schwieriger. Aber hier können wir auf jeden Fall erstmal schon mal was platzieren. Also es zeichnet sich aus, dass ich das Spiel schon vor einem Jahr gespielt habe. Also das sieht man deutlich. Ich bin einfach heute zu gut, zu hyperaktiv und einfach
Hab einfach voll Bock auf das Spiel, dass ich hier alles gerade finde. So. Ein blaues Teil. Da fehlt uns nur noch diese komische Lampe. Da ist hier ein Teil. Okay, wo ist das nächste, letzte Teil von der Lampe? Ich glaube, das kriegen wir noch nicht. Ah, okay, wir brauchen wieder dieses Messer. Das geht nicht, die Schere ist stumpf. Achso, wir müssen die erst noch ölen, okay. Briefkasten, dann kommt auf jeden Fall der Brief rein. Ja, coole Animation. Der Kuckuck kriegt ja seinen Kumpel. Okay, mit dem Münzautomaten, den können wir hier einwerfen. Im alten Bonbon-Automaten findest du einen Teil des Geistermaschinen-Starters. Jawohl. Das Gaspedal. Nämlich, okay. Wo, hier war doch so ein Ölfass. Du hast das Kännchen mit Öl erfüllt, jetzt hast du ein volles Ölkännchen, okay. Ist Nummernschild dran? Ja, irgendwo hier an der Veranda gehörte doch das dran, da haben wir eine 17 dann gebildet. Ach, da kommt das Barometer hin. Okay, hier können wir die Schere schleifen. Nichts passiert, der Weizenstein klemmt. Achso, deswegen müssen wir erst ölen. Nachdem du den Weizenstein geölt hast, dreht er sich. Also können wir die Schere stumpfen. Scharf machen. Stumpfen, genau. Du hast die Schere jetzt scharf. Scharf auch. Topfdeckel gehört da rein. Okay, da haben wir den zweiten Raum abgeschlossen. Mit der scharfen Schere können wir jetzt hier die Hecke zerschneiden. Abschneiden. Und gut gemacht, jetzt ist der Weg in die nächste Etage frei. Aber uns fehlt immer noch ein Teil, das ist da. Nee, immer noch ein Teil, das ist da. Oh mein Gott, ich bin zu gut. Okay, damit haben wir auch den letzten Raum hier schon abgeschlossen. Und gehen hier hin, wo uns auch nur noch ein Teil fehlt. Wo ich jetzt gerade nicht weiß, wo das sein soll. Da. Okay, bisher schaffen wir es ganz gut ohne Tipps. Kühlschranktür, okay. Die gehört auf jeden Fall da unten links hin. Gut gemacht. Wir haben jetzt Zimmer. Mal hintern im Zimmer. Und wir haben diese Etage abgeschlossen. Ich würde sagen, wir gehen schon in die nächste. Galerie, los geht's. Oh mein Gott, zu viele Sachen. Oh, das ist meine Hassmusik, weil ich mega lange damals gebraucht habe in diesem Level. Weil ich einfach zu scheiße dafür war. Also auf der Etage allgemein. Willst du mich verarschen? Der hat dort da was. Wieso ging das? Konnte ich das jetzt nicht anklicken? Hä? Ich wollte schon sagen. Hä, wo soll denn der Schlüssel und sowas versteckt sein? Ah, okay. Ich nehme alles zurück, liebes Spiel. Hey, hier ist der Turmbau zu Babylon. So. Ich sehe gerade hier nichts weiter. Wenn ich weiß, dass der Hammer hier irgendwo noch drin sein muss. Hier ist, glaube ich, ein Teil von der Geistermaschine. Dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Raum. Oh mein Gott. Ich habe bisher noch nicht unten geguckt, was wir für Teile brauchen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese Teile hier brauchen werden. Auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel. Okay, jetzt gucke ich mal unten. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall noch. So, ein Mende kicken. Dessen Kopf auf jeden Fall da schon mal ist. Da ist noch ein Arm. Die
Dieser Steckkopf, der ist so mies. Da ist er. Aber dann war das andere Teil mies. So, jetzt fängt es nämlich an schon, dass ich hier langsam verzweifle bzw. scheiße bin. Schlecht werde, ihr merkt es. Ich meine natürlich, ich scheiße bin. Scheiße bist du ja so oder so. Mein Gott, ich kann das nicht mal lesen, so hoch verpixelt ist das denn. Hier. So, wo ist das? Och, Mann. Achso, ich würde sagen, die Folge ist gleich auch mal zu Ende. So wie es aussieht, finde ich auch nichts mehr in diesem Raum. Ja. Würde ich sagen, dass ich das Teil hier noch gefunden habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir bekommen übrigens auch immer weniger Tipps pro Etage, glaube ich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann, Leute. Und ciao.